Und dazu begrüße ich Uwe Burkhardt, den Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Herr Burkhardt, Trump will schon wieder an der Zollschraube drehen, trotz laufender Verhandlungen. Eine gute Idee? Ja, Herr Trump fühlt sich nach dem starken ersten Quartal in seinem Wachstum unheimlich stark. Er kann vor Kraft kaum laufen und setzt es natürlich gegen die Chinesen ein. Wir glauben allerdings, dass dieses Mal der Schritt überzogen ist und dass die Amerikaner das selber sehr, sehr stark spüren werden. Und von daher könnte das durchaus ein Eigentor werden. Beide Seiten seien sich derzeit verhärtet und hart. Fürchten Sie angesichts dessen ein Scheitern der Handelsgespräche? Also ich glaube, das gehört zu Trumps Verhandlungsstrategie einfach dazu, dass er im Prinzip noch mal ganz zum Schluss die Schrauben anzieht und damit natürlich auch signalisiert, hey, ich kann es auch anders. Ich persönlich glaube, dass wir eine Einigung sehen werden, vielleicht Ende Juni, dass er zum Nationalfeiertag der Amerikaner am 4. Juli hier seine Lösung, seinen Deal verkünden kann. Trump liebt martialische Auftritte und da bietet sich der 4. Juli geradezu an. Ich glaube, auch nach dem G20-Treffen, wo er sich ja mit Xi Jinping trifft, sollte das ein adäquates Szenario sein. Trotzdem sehen wir jetzt erstmal eine weitere Eskalation. Welche Folgen hat diese Entwicklung für die andere Front im Handelskrieg der USA, nämlich den Handelskrieg mit der EU? Hier läuft ja in dieser Woche die Deadline für die Autozollentscheidung ab. Rechnen Sie damit, dass Trump hier Strafzölle gegen EU-Importe verhängt? Also wir rechnen damit, allerdings nicht für diese Woche. Wir glauben, dass die Amerikaner dann noch ein bisschen zuwarten, bis dann es sich in China das abzeichnet. Herr Lighthizer ist ja für beide Seiten zuständig und er kann sich da auch nicht zerreißen. Aber ich glaube, die Europäer müssen sich sehr, sehr warm anziehen und wir werden, egal wie die Temperaturen im Sommer werden, uns sehr warm anziehen müssen und unsere frostige Eiszeit zwischen USA und uns einstellen. Und ich glaube, die Automobilindustrie bereitet sich da auch schon einigermaßen vor. Und was heißt das jetzt alles für die weltweiten Konjunkturaussichten? Ja, sagen wir mal so, die Frühindikatorenlage, die in den letzten Wochen ja sich zum Teil verbessert hat, insbesondere auch außerhalb Europas, sollte sich wieder ein Stück weit eintrüben. Was wir nicht so schlecht sehen oder nicht so schlimm sehen, ist China erstaunlicherweise. Die Steuersenkungen werden da ihren Teil tun, die Binnenkonjunktur anzukurbeln. Die Chinesen werden autarker sein. Und am Ende des Tages dürfen wir auch nicht vergessen, Trump hat damit, wenn er im Prinzip die Zölle auf alles ankündigt, sein Potenzial verschossen, wohingegen die Chinesen noch ein durchaus gut gefülltes Waffenarsenal haben. Ich denke nur daran, was passieren würde, wenn die Chinesen anfangen, amerikanische Staatsanleihen zu verkaufen. Das ist ein großes Faustpfand, was China da hat. Und die Märkte reagieren ja auch schon wieder nervös, seitdem diese Eskalation zunimmt. Welche Folgen sehen Sie jetzt aufgrund dieses Handelskrieges für die weiteren Aussichten an den Märkten? Also die Märkte spielen jetzt eingetrübte Wachstumsaussichten. Deshalb gehen auch die Risikoassets, also Unternehmensanleihen im Spread nach oben und Aktienmärkte nach unten. Aber was momentan komplett nicht auf dem Radar ist, ist, dass vielleicht ein Inflationsschock kommen kann. Wir haben es mal durchgerechnet, wenn die Amerikaner nur 2/3 durchleiten von diesen Zöllen in die Verbraucherpreise, hat es einen Anstieg der Inflationsrate um 0,8 Prozentpunkte zur Folge. Das heißt, die Inflationsprämie müssten nach oben gehen und die Renditen am langen Ende in den USA steigen. Und steigende Zinsen wären dann echt Gift für die amerikanischen Aktienmärkte. Sagt Uwe Burkhardt. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.